So, ich werde hier drei Begriffe erwähnen: als absolute Änderung, relative Änderung und mittlere Änderungsrate bzw. Differenzenquotient. In diesem Fall haben wir eine Kurve. Ich habe es als Geschwindigkeitskurve, Geschwindigkeit von einem Fahrzeug, Geschwindigkeit als Funktion von der Zeit. In Stunden, Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunden. Und wenn man die absolute Änderung da berechnen will, zum Beispiel in einem Intervall, ich wähle hier das Intervall von 1 bis 3 Stunden, so in diesem Intervall. Die absolute Änderung ist ja dann, okay, wie hat sich die Geschwindigkeit in dieser Zeit verändert? Da muss ich schauen, okay. Hier haben wir eine Geschwindigkeit, also nach einer Stunde. Und hier nach 3 Stunden haben wir eine andere Geschwindigkeit. Und die absolute Änderung ist sozusagen, okay, wie hat sich die Geschwindigkeit verändert? Ja, die Geschwindigkeit hat sich ja verändert von hier bis hier. So dass hier ist ja die absolute Änderung. Schaut nicht so schön her, aber gut, das ist ja die absolute Änderung. Und wir sehen ja, dass nach 3 Stunden hat es einen kleineren Wert als nach einer Stunde. Es nimmt also ab. Und wir lesen ja immer das, was nachher kommt, sozusagen zuerst ab. Also der Funktionswert nach 3 Stunden, also die Geschwindigkeit ist ja dann circa, ja, vielleicht 19 km/h, vielleicht ist das hier 19 km/h. Und nach einer Stunde 60, 70, ja, und 72 vielleicht, 72 km/h. Und dann ist die absolute Änderung, wenn wir das berechnen, ist ja dann 19 km/h. Minus 72 km/h. Das ist also minus, also ungefähr dann minus 53 km/h. So, die absolute Änderung ist minus 53 Kilometer pro Stunde, also mit Einheit und so. Die relative Änderung, dann schaut man sich auch das an, also wie hat sich verändert, ja, minus 53 km/h in diesem Fall. Und es wird sich, aber wie hat sich verändert dann relativ mit dem ersten Punkt, also mit dem ersten Punkt vielleicht. Der erste Punkt ist ja nach einer Stunde und das ist ja dann 72 km/h circa. So, die relative Änderung wäre dann genau das hier und wäre dann in diesem Fall minus 53 km/h dividiert mit dem da. Minus 72 km/h und das wird circa minus, wird es ja, weil es nimmt ja ab, 0,74 ungefähr, so etwas. Und die Einheit dann, wir haben ja hier Kilometer pro Stunde, hier Kilometer pro Stunde, das können wir auch sozusagen kürzen, weil es geht ja um die relative Änderung. Eine Differenz von Geschwindigkeiten dividiert mit einer Geschwindigkeit. Dieser Quotient sozusagen ist dann minus 74 oder minus 74%. Das minus 0,74 und minus 74%. So hat es abgenommen. Und noch ein bisschen schnell auch die mittlere Änderungsrate oder Differenzenquotienten. Das ist ein Quotient, so eine Division zwischen zwei Differenzen. Und das ist eigentlich die Sekante hier. Also die Steigung. Das, was wir dann wollen. Und die Steigung ist ja Delta Y. Das heißt, diese Strecke dividiert mit Delta X. Und das ist ja 3 Stunden minus eine Stunde. Wir haben also, wenn wir das schön aufstellen, wir hatten 19 km/h. Minus 72 km/h,
dividiert mit 3 Stunden minus 1 Stunde. Wir haben ja gesagt, das ist ungefähr minus 53 km/h. Oder es ist das. Dividiert mit dann 3 minus 1 ist 2, 2 Stunden. Also dann 26,5 Kilometer. Ein Kilometer pro Stunde dividiert mit Stunde ist ein Kilometer pro Stunde hoch 2. Und was ist das? Ja, wir haben ja geschaut, wie hat sich die Geschwindigkeit verändert mit der Zeit. Das ist ja eine Beschleunigung. Und in diesem Fall ist minus, negative Beschleunigung, minus, weil es hat sozusagen gebremst, kann man sagen. Das ist diese Sekante, die Steigung der Sekante ist also minus circa 26,5 und so. Und die mittlere Änderungsrate wird ja auch Differenzenquotient genannt.